Hallo Freunde von Müller Forschips, heute gibt es ein kleines Gefecht im Kurfürsten, wo man sieht, dass zwei Kanker, die auf ein Schlachtschiff schießen, schon mehr als Assi sind. Wir haben leider den weiter schwächeren Flugzeugträger bei uns. Oh, woher weißt du das? Ich meine, jetzt nicht den Spieler, sondern den Träger als solches. Ach so. Müssen wir es halt Wohin? rausreißen? Ja, keine Ahnung. Rechts? Weiß nicht. Okay. Immer wenn ich im großen Kurfürsten fahre, Rositze, fahre ich immer nach rechts. Weiß nicht warum. Das wird so viel von diesem Bier getrunken, wa? Von dem, was ich gepostet habe. Na, Wein hätte es auch Zumal gegeben. großer Kurfürst jetzt nicht irgendwie ein Name ist. Also es wäre nie ein nationalsozialistisches Schiff nach dem großen Kurfürsten benannt worden. Definitiv nicht. Glaube ich nicht. Also die hätten Großdeutschland Auch nicht genommen. da aber zumindest belassen sollen. Also damit assoziiert man das ja doch eher. Ja, schon, aber damit assoziieren dann wahrscheinlich die meisten, dass das Dritte Reich den Krieg gewonnen hätte, zum Beispiel. Und dann zu Großdeutschland geworden wäre in Friedenszeiten. Ja, wobei es war ja schon Großdeutschland. Ja, Also mit schon, ja. der Einverleibung hier von Friesland und Österreich und so weiter, hieß es ja das Großdeutsche Reich. Also insofern hat es ja schon gestimmt. Stimmt, ja. Aber Friedrich der Große oder der große Kurfürst das sind alles Bezeichnungen aus dem Kaiserreich, aber die hätten. Ja, die hätten in der späten, auf die Jahrzehnte, hätten die nichts zu suchen gehabt. Aber mei. Ja, gut, kann man aber auch nicht so sagen, oder? Große Namen. Wobei die Deutschen haben ja eher weniger große Namen genommen, sondern Städte und Bundesländer. Oder? Nürnberg bei den Kreuzern. Ja, das ist ja heutzutage immer noch so. Ja, eben. Oder? Es gibt ja die Magdeburg-Klasse, ne? Ja. Das sind ja die Fregatten, meines Erachtens. Aber wahrscheinlich war das Wargame zu unspektakulär für ein erfundenes Tier-10-Schiff, das dann die München zu nennen. Schwerer Sturm nähert sich. Na gut, das wären Kreuzer gewesen. Das nehmen wir denn? Schleswig-Holstein. Die Schleswig-Holstein ist das. Na genau. Das hätte es sein können. Das hätte ich jetzt, das würde ich gar nicht so scheiße finden, ganz im Ernst. Ja, wobei Schleswig-Holstein gab es ja schon. Ach ja, dann halt. Ja, aber hier noch nicht. Ah, weißt du, was ich meine? Dann nennen wir es halt. Keine Ahnung. Ihr seid Deutsche. Wie hättet ihr es genannt? Ja, also ich hätte es wirklich Großdeutschland benannt. Baden-Württemberg wahrscheinlich. Ah, Huster. Nein, jetzt dreht die rein statt raus. Warum dreht die rein? Oh. Sieht nicht gut aus. Unser einziger DD vor einer Wooster. Ja, ich beschieße auch die Wooster schon, aber irgendwie wollen das nicht so viele beschießen. Komm schon, mach viel Schaden. Ach, geht. Also ich beschieße die auch Ja, schon, sehr gut. aber. Aber Ja, schieß auch schon drauf. irgendwie. Aber Wooster treffen ist einfach, ne? Ja, die dreht halt da immer im Ach, halt, Doppelfeuer. Was beschießt mich denn da? Ah, Zitadelle, hallo? Schaut euch das mal Hey. an. Nice, dann du musst jetzt Los, raus. fress es für euch. Dann wieder so. Schon. Muss was Jetzt ist er weg. treffen. Problem gelöst. Nur Hab sie Bullshit. einmal getroffen. Und jetzt kommt die Dauer. Die müsste jetzt halt nochmal aufgehen, ja? Dann wär's die Geschichte. Wird's aber nicht. Nicht, wenn sie schlau ist, ne? Dafür papiert sich unsere Karo. Was ist das? Naja, clanlos. Boah, schon wieder Doppelbrand. Ach komm, was bleibst du denn hier einfach stehen?
Ganz im Ernst, ich kann hier nicht stehen bleiben. Ich habe 50.000 Life, keine Möglichkeit, löschen, gerade geheilt. Der Conqueror, die Conqueror fackeln mich ab. Mhm. Ja, zwei Stück ist ein bisschen problematisch. Ja. Massachusetts ist weg. Ich habe jetzt drei Brände. Jetzt nur noch eine, weil die anderen ausgelaufen sind. Ich muss zugehen. 30.000 in 5 Minuten. Ich gehe noch unter 30.000 runter, weil ich immer noch offen bin. Dann kommt schon die nächste Salve von diesem miesen Drecksschiff. Oh, heilen. 37 da. Aber mal zugehen wäre auch geil. Mein Interesse halber. Okay, Sekundäre habe ich 13 von 14 Türmen noch. Immerhin. Aber ich habe kein einziges Mittel- und Kurzstreckenflakgeschütz mehr, oder was? Das ist Salem. Also unsere Cargo und unser Flugzeugträger behaken sich im Chat. Captain Lens, oder? Ich glaube, wir müssen unser Team auf der anderen Seite spitzen. Ja, die steht so gut wie. Ich glaube, die schaffen es nicht gegen die drei Schiffe. Dann fahren wir hoch. Der C ist sowieso das alles verloren. Ja, es gibt mir auch ein bisschen Zeit, mich hochzuheilen. Ja, richtig übel, was da passiert ist mit dem Krankenhaus. Offen, das heißt, es muss immer eine Idee sein. Nein, kann sich schon wieder an die Schiffe. Was? Ich werde jetzt mit Haie auf die Yamato schießen, weil das gut angewinkelt für mich. Kommt aber ein Sturm, das ist gut, dann können wir uns sammeln und können die Scheiße dann rausfokussen. Das ist gut, dann haben die Conqueror auch nicht mehr so eine Habe auf uns, das ist perfekt. Ja. Oh, Yamato, sehr gut. Ja, aber hat mir nochmal sauber gegeben. Da sammeln wir uns, Hadrian, ich drehe ein bisschen rechts zu dir rein. Oder jetzt müssen wir links zu mir raus. Ja, sie nehmen wir in die Mitte und dann pumpen wir alles weg, was kommt. Da müssen wir uns aber beeilen. Eben sind zwei von uns weggebumst. Ja, wichtig ist nur, dass... Oh, ich habe eine Idee gefunden. Oh, sehr gut. Da kommen auch schon die Torpedos. Der taubt auf mich. Ja, ist aber die Z. Oh, aber unser Flugzeugträger trifft den einmal, zweimal. Zweimal. Sehr gut, und ich habe auch abgeworfen, abgeschossen. Abgepasst. Ist raus. Ja, der ist schon raus. Ja, dann fahren wir durch B oder durch C? Schwierige Frage. Wir müssen es immer so machen, dass wir in der Überzahl sind. Ja, dann B. C würde jetzt zu lange dauern. Schütze nach rechts. Also C, okay.
B. Was? Ja. B, C wurde zu lange gebaut. Ja, aber B haben wir schon. Ja, B haben wir schon, also müssen wir nach C reinfahren. Dann nehme ich die ganz linkeste Route. Also ich fahre ganz links. Das ist alles. Ja, da bin ich auch gleich drauf. Da zeigt man RPF hin. Ja, ja, das ist ja auch. Also, gezeigt. Die sehen wir durch die Hydro, durch das Radar wahrscheinlich, der Dimitri Danskai. Oh, was ist so weit offen? Danke. Das ist gut, dann nehmen wir die Alsace raus. Und danach kommt Conqueror und Salem. Und ganz rechts müssen wir aber aufpassen. Ach, komm schon. Hat uns ein DD erwischt. Also fahrt ihr jetzt rechts an der Insel lang? Ja, ja, so also rechts, rechts. Okay, dann drehe ich mich jetzt mal. Da ist die Alsace. Ah, kann ich noch nicht. Aber gleich. Komm schon, geh auf. Ich kann sie raus, aber nicht kann auch. Und E-Tops mit wahrscheinlich. Oh. Jetzt schau sie raus. Wäre das von links? Oh fuck. Möchte raus? Du kommst raus. Einen nehme ich aber mit. Aber nur einen. Ja. Ich muss nach rechts dann immer noch. Haben die denn? Na komm, oder? Da. Wir laufen durch Hydro, Radar. Radar, ja, ja, Radar. Hat was gut ab. Laufen aus. Also von links kommt ein Conqueror. Achso, nehmen wir den rechten Conqueror oben zuerst. Den rechten, ja. Okay, okay. Offen. Ja. Oh, links ist auch ein Conqueror. Ja. Oh, da ist er. Ja, dann nehmen wir den zuerst, oder? Dann nehmen wir den zuerst. Dann nehmen wir den zuerst. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht sandwichen lassen von den beiden Conqueror. Oh, die Buki kommt auch noch. Okay, jetzt wird es gefährlich. Oh. Salem. Salem war das. Also ich muss den linken nehmen. Ja. Ja, zuerst die Kreuzer natürlich. Immer zuerst die Kreuzer. Ja, du musst dich ranschauen. Kreuzer 1. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Scheiße, jetzt ist der Kreuzer weg. Kreuzer war ja nass. Da, schau mal, der Conqueror. Der kann auch mit drauf schießen. Achso, scheiße, er seid jetzt woanders. Das ist natürlich blöd. Streuung. Da, 5000 hat er noch. Oh, Secondary. Do your thing! Ja, aber der haut auch seinen AP, er versucht das, aber hat natürlich keine Handhabe hier. Er darf nur nicht hochheilen. Problem ist eher hier die Seelen. Seelen, ne? Ich hab drei Brenner. Sehr schön, also raus. Ja, aber jetzt geh ich raus. Da kommt schon dazu voran. Hoffe ich. Ich bin mit zwei AP-Bomben. Ja, aber ich brenne ab, das ist das Problem. Ja. Und dazu aber die Seelen war es sehr gut. So, Adrian, dann ramm mal. Es gehört dir. Ah, der arme Fürst. Also, Dinge sind echt eine Plage.
Conqueror. Wenn die, stell dir mal eine Dreier, die wie Conqueror vor, die ja, halbwegs gescheit gespielt wird. Ja, ist echt schlecht. Sehr gut. Oh, unsere CV arbeitet aber ganz gut, ne? Ja, jetzt gibt der Gas hier. Ja. Ah, toll. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja. Der CV vom Gegner wird wahrscheinlich irgendwo bei, weiß ich, C10 sein oder so. Riecht nach Sieg, würde ich sagen. Mhm. Dann hol ich mir schon einen Kaffee und dann geht's weiter. Dann geht's weiter mit der 100% Sieg-Serie, ja. Ah, bis gleich. Gleich. Adrian, was sagst du so? Da wollte ich was Neues sagen. Das ist natürlich relativ langweilig, ne? Wirbelsturm und nur noch ein CV ist da. Ja, aber du hast gesehen, wenn man gut agiert, den Wirbelsturm, dann kann man dann doch einiges noch ausbessern, was zuvor okay gelaufen ist. Man nur zusammenbleiben. Ja, wobei zum Schluss ich in einem Conqueror-Sandwich war. Ja, das war ein bisschen, das war blöd. Ich war gerade so weit weg, dass er mich nicht aufgemacht hat von der anderen Seite, Gott sei Dank. Ansonsten. Aber wenn die Musashi jetzt hier nicht stirbt, dann machen wir 15 Punkte den Deckel drauf. Na gut, lebt. Da, schau wo er ist, ganz hinten. Na, jetzt ist vorbei. Vorbei. Ja, mit 200% kann man arbeiten. Ja, Flugzeugdreh war ganz gut, dafür, dass er ein scheiß Schiff hatte. Das sieht man mal wieder. Er kriegt mal ein Lob von mir. Und der andere Flugzeugträger sieht man auch wieder. Er hat den besseren, ist aber ganz unten. Ja, besser, schlechter. Da kommen wir auch auf den Kapitän und die Ausbaustufe drauf an. Aber man sieht es halt ganz klar, die Auswirkung, was ein Flugzeugträger aufs Spiel hat. Gut, dass das geändert wird. Ja, aber Lex Hinken, die hat nur eine Jägerstaffel. Die hat insgesamt vier Staffeln. Aber und jetzt die schau Shukaku mal. Hat sechs. Die hat 46 Flugzeuge abgeschossen. 46. Ja. Weil er wahrscheinlich ein erfahrener Spieler ist. Ja, und der andere ist halt Grütze. Das darf nicht sein, dass ein Spieler so einen Einfluss hat aufs Spiel.